Seit einem Jahr läuft der Versuch. Nun sollen die Bachforellen ausgewildert werden. Fische, die ein Training absolviert haben. Gregor Schmidt vom Institut für Fischerei leitet das Projekt. Heute ist der große Tag. Da freuen wir uns seit einem Jahr mittlerweile drauf. Und ich denke mal, die Fische auch. Ziel des Projekts: Die Zuchtfische sollen besser auf das Überleben in der freien Natur vorbereitet werden. Häufig verschwinden diese Fische im Gewässer und werden nie wieder gesehen dann, auch nicht wieder gefangen, beteiligen sich dann auch nicht an der Reproduktion, sie sind einfach verschwunden dann. Und wir wollen jetzt testen, ob wir mit unseren Trainingsmaßnahmen richtig liegen und wir damit den Besatzerfolg verbessern können. Das Problem: Die Lebensbedingungen für die heimischen Fischarten haben sich massiv verschlechtert. Die Flüsse sind kanalisiert, der Klimawandel lässt die Wassertemperaturen steigen und die Laichplätze verschlammen infolge der intensiven Landwirtschaft. Vielerorts können die Fische sich nicht mehr selbst vermehren. Und Zuchtfische werden schnell zum Futter für Reiher und Kormorane. Hier zwischen Augsburg und Donauwörth, im sogenannten Mädele-Lech, will der Fischerverein Meitingen die trainierten Fische einsetzen. Es ist kein natürliches Gewässer, aber ein naturnahes. Der Mädele-Lech wurde in den 60er Jahren neben dem Lechkanal angelegt. Wir akklimatisieren die Bachforellen, weil das Wasser im Transportbehälter war etwas kühler, als das hier jetzt im Mädele-Lech der Fall ist. Und ein paar Grad Temperaturunterschied sind natürlich für so einen Fischkörper nicht ganz so ohne weiteres wegzustecken. Ausgesetzt werden Fische, die trainiert sind, und solche, die kein Training bekommen haben. Dazu vergleicht man auch noch unterschiedliche Haltungsformen im Aufzuchtbecken mit dichtem und weniger dichtem Besatz. Angesiedelt ist das Projekt am Starnberger Institut für Fischerei. Es gehört zur Landesanstalt für Landwirtschaft. Das Problem bei jeder Aufzucht: Die Fische haben keine Angst mehr. In dieser Umwelt konnten die Fische ihr natürliches Verhaltensmuster natürlich nicht ausprägen. Das heißt, sie haben keine Scheu für irgendetwas entwickelt. Die kennen uns schon sehr, sehr lange. Sie verbinden uns mit etwas Positivem. In der Regel ist es das Futter. Eine Bewegung am Beckenrand, schon kommen die Fische angeschwommen, anstatt wie in der freien Natur zu fliehen. Stellen Sie sich vor, ich bin jetzt kein Mensch, ich bin ein Reiher und der Fisch kommt an zu mir, um sein Fressen abzuholen. Er wird nichts bekommen. Im Gegenteil. Nein. Er wird gefressen werden. Wie aber bringt man den Fischen bei, dass sie sich vor Schatten fürchten? Projektmitarbeiter Jean-Michel Knust zieht eine Attrappe über das Becken. Ein Schatten, der ein Reiher oder Kormoran sein könnte. Gute 3 Wochen geht das so. Ich versuche gerade, den Fischen beizubringen, dass wenn unsere Attrappe hier rüberfliegt, dass also dann dass es Gefahr bedeutet. Deshalb haue ich einmal hier rauf. Die Fische kriegen das über ihre Seitenlinienorgane mit, die Druckveränderung, und reagieren dann darauf. Unsere Attrappe ist ein T-Shirt und stören tue ich sie mit einem Besen im Endeffekt dann. Und das ist auch genauso beabsichtigt im Endeffekt, weil es soll auch von einem Teichwirt unproblematisch nachempfunden werden können, das Ganze. Es hilft uns nichts, hier mit Hightech-Geräten ranzugehen. Es soll ja nachher in der Praxis angewendet werden. Die Praxis, das sind die Teichwirte. Für sie darf es eben nicht zu aufwendig sein, sonst werden ihre Besatzfische zu teuer. Als Gregor Schmidt und Jean-Michel Knust später zu einem der Trainingsbecken kommen, schwimmen die Fische eilig davon. Hier trainieren wir jetzt schon seit 2 Wochen die Fische und sie reagieren mittlerweile negativ auf uns. Das heißt, sie weichen mir aus. Das macht mich ungefähr so stolz, wie wenn meine Tochter ein gutes Zeugnis mit nach Hause bringt. Jean-Michel Knust auf dem Weg zur Tiefkühltruhe, die im Labor untergebracht ist. Die beiden Eisblöcke sind Teil des Entwöhnungsprogrammes. Sie enthalten Mückenlarven und andere natürliche Nahrung anstelle von Pellets.
Das Futter aus dem Eisblock verteilt sich nach und nach im Wasser und ist für die Fische nicht so leicht zu finden. Sie sollen sich die Nahrung suchen. Sie sollen nicht mehr wie vorher nur darauf trainiert sein, dass jemand dasteht und ihnen das direkt vors Maul wirft. Sie sollen jetzt suchen. Klappt's? Ich hoffe. Es dauert, bis das Eis taut. Deshalb verbinden die Fische die Nahrung auch nicht mehr mit dem Menschen, der sie gebracht hat. Bei dem Projekt vergleicht man vier Gruppen. Sie unterscheiden sich durch den Platz, den sie im Aufzuchtbecken haben. Die Fische werden markiert. Jede Gruppe in einer anderen Farbe. Die Markierung ist direkt hinter dem Auge aufgebracht. Das ist ein Farbelastomer, völlig ungefährlich für den Fisch, macht ihm auch nichts weiter aus. Und das, so setzen wir sie dann in die Bäche und in einem Jahr gucken wir dann, wo die Farbmarkierung ist. Im Mädelelech werden heute trainierte und untrainierte Fische ausgesetzt. Die einen sind hinter dem rechten, die anderen hinter dem linken Auge markiert. Die Frage ist, reicht es aus, Fische aus normalen Zuchtbecken kurz vor dem Besatz zu trainieren? Oder muss man auch die Haltungsdichte in den Becken verringern? Für die Angler jedenfalls verbinden sich mit dem Versuch große Hoffnungen. Also für uns ist ja der Mädelelech ein Gewässer, wo das als Kiesleichgewässer dient, das als Jungfischaufzuchtgewässer dient und das eben quasi die Kinderstube für unsere Fische ist. Die Hoffnung ist ja, dass die Fische, die daraus entstehen und dann als Jungfische aufwachsen, dann später in den Lech wandern und dass wir sie dort dann fangen können. Neben dem Mädelelech werden auch einige Bäche in Oberbayern mit den markierten Fischen besetzt. In einem Jahr kehren wir zurück und werden gucken, welche Fische sind noch da, ne, welche Gruppe hat sich eventuell durchgesetzt. Und dann werden wir die Fische hier wieder freilassen und die sollen dann hier einen selbst reproduzierenden Bestand dann hoffentlich bilden. Wenn das Training Erfolg hat, wäre es ein erster kleiner Schritt, um wieder mehr Fische in unsere Gewässer zu bringen.